Hallo, willkommen zurück. Immer noch im Moonlight Let's Play und immer noch mit Stella und Ryan. Ich wollte hier in die Sauna. Ryan ist schon reingegangen. Ja, wir starten jetzt irgendwie mal mitten im Tag. Ist ein bisschen was schiefgelaufen, aber egal. Werden hier erstmal ein bisschen die Sauna genießt neben. Denn wofür haben wir die denn? Sicher nicht nur, um schön auszusehen, sondern auch, um sie mal ein bisschen zu benutzen. Ja, 106. Folge. Eigentlich haben wir ja, naja, noch nicht ganz so viele Folgen im 100 Let's Play. Wir haben ja erst vor ein paar Folgen angefangen. Du kannst auch gerne erfrischendes Dampfbad genießen. Ja, wir haben jetzt Herbst und das wird auch noch eine ganze Weile dauern, bis Winter anfängt. Also der Herbst wird jetzt noch eine ganze Weile dauern, sodass wir mit einigen Haushalten den Herbst genießen können. Mindestens mit den nächsten zweien auch. Denn, ja, ich würde sagen, dass wir jetzt erstmal von Stella und Ryan wieder weggehen. Wir waren ja eigentlich lang genug da. Aber ich habe echt Gefallen an den beiden gefunden. Es macht schon echt viel Spaß mit denen. Ich weiß nicht, die sind irgendwie ganz cool, so. So, wie so ein richtiges, wie so ein richtiges High Society-Paar. Obwohl Stella da vielleicht noch nicht ganz so dazu passt, aber sie benimmt sich auf jeden Fall entsprechend. Ich meine, ja, sie ist schon sehr bescheiden, aber sie hat doch einen sehr eleganten, schicken Look. Und ich denke, sie genießt den Luxus mit Ryan. So, ich würde mal sagen, wir können vielleicht ein bisschen knuddeln hier in der Sauna. Ich meine, eigentlich ergibt das nicht sehr viel Sinn. Wenn es hier schon so mega heiß ist, sich dann noch die schwitzigen Körper aneinander zu pressen, das weiß nicht, ob das so lecker ist, aber ja, die beiden können es ja einfach mal machen. Ja, also der Tag bisher nur mit Frühstück gestartet und Ryan hat die Post rausgenommen und Stella hat die Wäsche gewaschen. Mehr war da jetzt noch nicht. Nichts sonderlich Spannendes passiert, ist ja auch erst nachmittags. Und die beiden haben zum Glück heute keine Arbeit, haben beide heute frei. Deswegen dachte ich mir, können sie noch mal ein bisschen Zeit miteinander verbringen und vor allem den ersten Herbsttag genießen. Können mal ein bisschen rumschmusen. Ja, also ich stelle mir das echt schön vor, bei dem Wetter, bei nur 1 Grad draußen, sich in die heiße Sauna zu setzen. Und ja, die Kälte draußen zu beobachten, sozusagen. Dafür ist ja eigentlich, also meiner Meinung nach, auch eine Sauna da. Da setzt man sich ja nicht an heißen Sommertagen rein, sondern wenn es kalt ist, um da so ein bisschen den Kontrast zu haben. Weil wenn man aus der heißen Sauna rauskommt und dann ist es auch draußen genauso warm, dann ja, ich glaube, dann macht das nicht so viel Spaß. Ach, die beiden. Das ist schon schön. Man merkt, dass sie frisch verliebt und verlobt sind. Wir nur noch verheiratet. Ich denke, das wird aber auch noch bald kommen. Habe ich jetzt eigentlich hier die Alterung aktiviert oder nicht? Ich wechsle mal zwischen den Haushalten und dann habe ich manchmal an und manchmal nicht. Nee, okay. No. Okay, dann können wir vielleicht mal ein Techtelmechtel in der Sauna haben. Für die beiden. Ist schon eine echt große Sauna, muss man sagen. Normalerweise ist die ja viel kleiner, aber dieses Objekt der Sauna braucht ja immer so ein bisschen mehr Platz. Deswegen war das nicht zu vermeiden, aber es sieht schon sehr cool aus. Erstmal einen Aufguss macht. Na gut. Ja, irgendwie läuft das Spiel bei den beiden auch gar nicht so gut. Also ich finde, bei Violet und Amina ist das besser gelaufen. Auch bei Familie Reuss läuft das nicht so schlecht wie bei den beiden hier. Habe ich keine Ahnung, woran das liegt. Aber ich hoffe mal, das verbessert sich, wenn wir den Haushalt das nächste Mal wechseln. Und wer das sein wird, werdet ihr wahrscheinlich spätestens, oder naja, ihr werdet es morgen erfahren, denke ich mal, wenn ihr euch das Hausbauvideo anschaut, was morgen kommt. Denn dazu gibt es natürlich wie immer auch mal wieder ein Hausbauvideo für den neuen Haushalt, das neue Haus, in dem wir spielen werden. Im Anschluss können die beiden hier erstmal schön was essen gehen.
So direkt von der Sauna ins Restaurant. Muss auch lecker sein. Na gut, aber ist ja egal. Oh ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Von der Sauna aufstehen und erstmal schön ins Abendkleid. Ich habe vor allem ihr Abendkleid nur dahingehend geändert, dass ich ihr eine andere Frisur gegeben habe. So eine etwas sehr schicke Hochstickfrisur. Die gibt es, glaube ich, nur bei Traumkarrieren, wenn man im Styling-Salon ist. Also normalerweise. Ich meine, ich war mit ihr nicht im Styling-Salon, aber ich habe ja mit diesem Mod einen auf Styling-Salon gemacht. Also so, als wäre ich mit ihr im Styling-Salon, deswegen ging das da genauso gut. Pflänzchen dürfen wir natürlich auch nicht vernachlässigen. Deswegen werden die hier gleich noch mit gegossen. Und ansonsten geht es den beiden echt gut. Sie scheinbar gerade auch irgendwie geduscht, wenn sie da im Dampfbad waren. Oh, gehen in ihren Outdoor-Sachen rein und gar nicht in ihre Abendkleidung. Das ist aber schade. Na gut, können wir danach noch irgendwas Schönes machen? Nicht unbedingt eigentlich. Stella könnte dann eigentlich hier mal ins Skylight Studio der darstellenden Künste gehen. Das könnte ich ja auch mal noch so ein bisschen zeigen. Aber ich glaube, Ryan ist da nicht ganz so. Obwohl doch, die können eigentlich beide hingehen. Dann kann Ryan da vielleicht ein bisschen an den Muskelapparaten trainieren. Und Stella kann vielleicht ein bisschen Ballett machen. Das wäre eigentlich auch ganz cool. Ja, ich weiß nicht, ob meine Stimme heute irgendwie anders klingt. Ich bin eigentlich auch frisch aufgestanden, weil ich für heute die Folge noch nicht hatte. Und ich mal hoffe, dass relativ zeitnah das Video auch hochgeladen wird, weil das manchmal ein bisschen ein Problem ist. Jetzt hängt das Spiel auch leider ein bisschen. Naja, ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, was das Spiel so für Macken hat. Weil es echt super, super schlecht läuft. Und wenn sich das nicht ändert mit dem Haushaltwechsel, dann weiß ich echt nicht, was ich hier noch tun soll. Dann muss ich hier irgendwas grundlegend ändern, weil so macht das Spiel einfach keinen Spaß mehr. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass die Sims hierher kommen. Dass es keine allzu großen Probleme gibt. Ich meine, euch fällt das bestimmt nicht so auf, weil ich das ja auch alles rausschneide, wenn das Spiel total abdreht. Aber ich kann euch sagen, irgendwas läuft da schief. Irgendwas läuft da gewaltig schief in diesem Spiel. Und ich hoffe mal, dass es nur an dem Haushalt irgendwie gerade lag. Und dass mit einem Haushaltswechsel einfach alles wieder in Ordnung ist. Weil so schlimm war das bisher noch nie in meinem Spiel. Also noch gar nie. Irgendwann. Naja. Gut. Tun wir so, als wäre nichts passiert. Oh, vor allem muss man hier ganz hoch, um überhaupt ein bisschen Sport treiben zu können. Das ist ja auch ein bisschen blöd gemacht. Ist schade, dass man hier die Ballettstangen nicht am. Also nicht am Spiegel dran hat, weil eigentlich gehört sich das ja so. Na gut, jetzt gehen die beiden erstmal schön trainieren. Du kannst dich selbst anspornen und du kannst auch ein bisschen Ballett trainieren, weil du bist ja auch sportlich, meine Liebe. Hä? Ich dachte, sie wäre sportlich. Also sie ist athletisch, genau. Sie ist athletisch, aber sie hat noch gar keine Athletikfähigkeit. Okay, verstanden. Dann kommt mal hoch, ihr beiden. Ja, sorry für die ganzen Cuts heute. Oder für den Cut heute. Ist eigentlich nur der eine. Aber das läuft hier einfach nicht mehr so gut. Warum bin ich denn jetzt so hoch? Ah, okay.
Okay, das wäre eigentlich die Etage, auf der ich hätte sein müssen. Ja, ich finde, Ballett sieht einfach so cool aus. Hoch. Das sieht einfach irgendwie voll hübsch und voll süß aus. Also da haben sie echt schöne Animationen gemacht. Ich meine, ich könnte mich nicht einfach so in eine Ballettstange stellen und wüsste, was ich machen muss. Ich bräuchte ehrlich gesagt einen Trainer, der mir das sagt. Und wahrscheinlich eine Stunde oder, nein, nicht eine Stunde, sondern monatelange Übung, um überhaupt das machen zu können, was sie innerhalb von einer Minute macht. Das ist schon krass, was für ein Naturtalent die liebe Stella sozusagen ist. Aber das ist ja irgendwie jeder Sim, der sich einfach an eine Ballettstange setzt. Als wüsste man schon so von vornherein, was man alles machen muss. Ja, Sims sind halt einfach Alleswisser, das muss man schon sagen. Die brauchen nur ein Gerät und schon wissen sie, wie man damit umgeht. Wie läuft's bei dir rein? Auch ganz in Ordnung, oder? Die Beine werden langsam schon dicker, oder? Ich will, dass Ryan mal ein bisschen ordentlicher aussieht und nicht nur so spindeldürr. Nee, ich finde, also seine Beine sehen schon langsam in Ordnung aus. Das kann man schon sagen. Weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber ich meine schon. Ja, ich meine, seht euch das an, wie das jetzt hängt, sekundenlang. Das gefällt mir einfach nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob es. Oh, seine Arme sind auch dicker geworden. Ach, das ist schön, Ryan. So stelle ich mir dich vor. So kannst du gern bleiben. Das heißt aber nicht, dass deswegen das Spiel gefrieren muss. Naja. Wie gesagt, ich versuche jetzt hier noch irgendwie eine Folge zusammenzukriegen aus dem hängenden Material hier. Und danach sollten wir es dann aber auch mal bleiben lassen mit Stella und Ryan. Ich meine, wir werden natürlich zu denen zurückkehren, so wie zu allen anderen Haushalten auch. Das soll ja ein fliegender Wechsel sein. Aber erstmal hoffe ich, dass es mit einem anderen Haushalt besser läuft. Kann natürlich auch sein, dass es daran liegt, gerade dass ich die Haushalte wechsle. Das weiß ich nicht. Vielleicht liegt es ja daran, dass irgendwie mein Spiel das nicht so gut verträgt. Ich hatte das ja noch nie gemacht. Aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das so schlecht ist. Hey, da kommt jemand. Möchtest du mit Ballett tanzen? Das wäre cool, dann sind wir hier nicht mehr alleine. Ach, hier drüben wäre eins an der am Spiegel und genau da geht sie hin. Wer bist du denn vor allem? Emil van Gold. Und du hast so eine komische Hautfarbe. Bist du ein Vampir? Oder hast du einfach nur grünlich-graue Haut? Das wäre jetzt interessant zu wissen. Nee, du kannst normales Training weitermachen. Ach, da sieht schon echt schön aus, Stella. Normalerweise dürfte sie als Ballerina gar nicht so gut sein mit ihrem Vorbau. Ich glaube, wenn man da zu viel hat, ist das Gleichgewicht ein bisschen gestört und dann kippt man immer nach vorne. Also Ballerinas haben selten so viel. Ich glaube, das hat schon irgendwie einen Grund. Yay, dann können wir ein bisschen richtiges Tempo trainieren. Das war aber eine schöne Pirouette. Sollte man hier nicht eigentlich auch irgendwie tanzen lernen oder so? Oder lernt man das nur damit? Kannst hier auch mal ein bisschen Ballett tanzen. Das können wir uns ja auch gerne nochmal anschauen, wie das hier auf diesem Tanzteil aussieht. Wenn wir Leute dazu überreden, dass sie mittanzen. Wäre nämlich cool, wenn hier noch ein paar mehr Leute wären, die tanzen würden. Nee, leider nicht. Sehr schön. Ist natürlich eigentlich nicht unbedingt das passende Outfit für eine Ballerina, aber eigentlich geht's. Eigentlich ist es ein ziemlich flexibles Outfit. Es ist jetzt nicht super anmutig, aber auch nicht super unanmutig. Es ist halt, das geht halt, ne? So ein halblanges Shirt und eine halblange Jogginghose.
Und Turnschuhe. Ist eigentlich in Ordnung. Das sieht schon cool aus. Wie wäre es denn, wenn wir einen anderen Tanz machen? Wie wäre es mit Ententanz? Ich finde Ententanz super. Obwohl Ententanz eigentlich eher der Hühnertanz ist, könnte man sagen. Also es ist schon ein Tanz mit Vögeln, aber es ist mehr ein. Ja, wie ihr sehen könnt, das ist ein Hühnertanz. Es ist auch schön, wenn wir sie von vorne und von hinten gleichzeitig sehen können. Dadurch, dass sie hier die Spiegelfläche hat. Ja. Würde ich auch zum Spiegel hin machen. Also, wenn ich sowas machen müsste, aus irgendeinem Grund, weil mir irgendeine weit entfernte Stimme das mit einem Mausklick sagt, dann würde ich das nicht zum Spiegel machen wollen. Aber wenn sie Spaß dran hat. Na gut, dann lassen wir die erstmal die Badezimmer benutzen. Hier ist das Herrenbad. Wo ist das Damenbad? Hier. Kannst du hier mal die Dusche auch benutzen und Ryan kann dasselbe tun. Ja, sehr gut. Hier gibt es übrigens auch die coolen Duschen. Diese Duschen, die an der Wand hängen. Von den Skylight Studios. Die nehme ich gerne für diese, für so sehr luxuriöse Duschen, wie zum Beispiel bei Jamie im Badezimmer. Also bei Jamie Reuss im Badezimmer. Da fand ich das ganz cool und da passt das eigentlich auch ganz gut, auch wenn die leider trotzdem da in Badehosen duschen. Man hätte sie auch einfach nackt duschen lassen können und dann hätte man sie verpixelt. Das passt eigentlich genauso dazu, wenn nicht sogar noch besser. Oh, Stella. Aber ist egal, ist eine öffentliche Toilette, das interessiert uns nicht. Wenn die kaputt geht, ist egal. Ich weiß nicht, ob die hier kaputt gehen können. Ob die überhaupt diese Animation haben, kaputt zu gehen. Ich kann mir das gar nicht bei denen vorstellen. Keine Ahnung. Jo, dann würde ich aber sagen, beenden wir jetzt den Tag mal. Beenden wir jetzt erstmal die Zeit mit Ryan und Stella. Und freuen uns auf den nächsten Haushalt ab Montag, weil morgen kommt ja erst noch das Hausbauvideo. Ja, wir haben ja schon ein paar schöne Sachen erlebt, auch wenn ich mich zwischendurch aufgeregt habe, wie schlecht dieses Spiel läuft. Wie schlecht es zumindest bei denen läuft. Ich habe wirklich sehr, sehr große Hoffnung, dass es im nächsten Haushalt anders läuft. Weil das sonst echt blöd wäre, wenn nicht. Gut, gehen wir hier mal her mit Stella. Und dann können die beiden noch schön den Abend genießen zusammen. Die ganzen Brunnen hier, die gehen auch manchmal aus, an und wieder aus. Das ist auch ziemlich eigenartig, ziemlich unvorhersehbar, wann die an sind und wann nicht. Aber gut, sollen sie machen, was sie wollen. Die sehen auch, ohne dass sie laufen, hübsch aus. Das ist halt einfach nur ein Brunnen mit, weiß ich nicht, mit diesen Fontänenteilen. Na gut, Stella ist auch da. Sehr schön. Dann werden wir den Abend noch im Bett ausklingen lassen. So viel ist ja wohl das Mindeste. Na komm, meine liebe Stella. Dann können Sie wenigstens den verbackten Abend noch ein bisschen genießen. Ja. Lassen wir sie mal ein bisschen knuddeln. Oh, in Outdoor-Kleidung sieht das aber auch nicht so toll aus. Na gut. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, wenn wir den Haushalt wechseln, dass die ein bisschen mehr Bekanntschaften schließen. Wenn wir die nicht kontrollieren, dann werden die ja vielleicht ein bisschen mehr mit irgendwelchen fremden Leuten quatschen. Wenn die dann zufällig in irgendwelchen, auf irgendwelchen Gemeinschaftsgrundstücken sind, so wie das die anderen Sims auch immer mal wieder sind. Und dann können wir hier vielleicht die Party, zu der dieses Haus ja so super gut passt, ein andermal feiern. Also das nächste Mal, wenn wir hier zurückkehren vielleicht. Und heiraten müssen wir mit den beiden ja auch irgendwann noch. Das sollte auch nicht allzu lange auf sich warten lassen.
Ja, aber jetzt werden wir erstmal die anderen Haushalte nochmal besuchen und ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und ja, ich hoffe, wir sehen uns im Hausbauvideo wieder und dann im neuen Haushalt im Monat Let's Play. Bis dahin sage ich Tschüss.